Oh, schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute Video reine Arbeit. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ihr seht hier hinten, wir waren schon mitten bei. Wir sind in einem Waldstück, müssen mehrere Farnbäume gefällt werden, die sich hier an den Grenzen befinden. Da ist der Wald. Hier ist die Grenze. Ja, die hatten einen mächtigen Überhang. Die schlimmsten haben wir weg. Davon haben wir jetzt allerdings nichts aufgenommen, natürlich. Warum auch? Weil wir jetzt an die Kamera vergessen haben. Ist halt der zweite Tag hier in dem Stück. Aber ist nicht schlimm, weil wir haben mehr als hier noch anderen geilen Scheiß. Heißt also, benutzt wird das neue Charity Line auf dem Spider Jack und ein paar andere geile Sachen. Den Teufelberger haben wir an. Heißt also, es wird jetzt alles schön in der Praxis getestet. Ja, ich würde sagen, ja, kein langer gewesen, wa? Morning. Starten wir. Starten wir. So, übliche Ding. Oben einhängen und abschneiden. Jetzt hier ist das letzte Stück. Thema ist, wir sollen die Bäume ringsrum den Netzunterricht erhalten. So gut wie es geht. Dann schicke ich es rüber. So, bin jetzt noch mal schnell zum Auto, werde das Stammfeldset jetzt auspacken. Jetzt sind nur noch ein paar Kiefern, die wir schnell hochrennen müssen und ja, quasi hochrennen und runternageln, hochnageln und runterrennen. Ist ja auch geil, kann man auch mal versuchen. Wir haben nämlich noch zwei wichtige Termine. Thema 1, wir sind beim Kunden zum Mittag eingeladen. Heißt also, die Zeit müssen wir rausarbeiten, das heißt richtig Jassi nehmen, weil wir wollen ja entspannt Mittagessen. Thema 2, heute Abend treffe ich mich noch mit dem Carsten Beinhoff, mit dem Olli zusammen. Da wollen wir mal ein paar Sachen durchsprechen. Hab ihn gebeten, mir mal da ein paar Daten zu spielen. Und da hat er gesagt, ey, ich bin zufällig sowieso demnächst in Berlin. Und dann treffen wir uns da heute Abend. Quatschen wir drüber. Jetzt kann ich ja schon mal spoilern um die Unfallstatistik. So zum Ende der Saison könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, wie die aussieht. Alles klar. Ansonsten würde ich sagen, weiter geht's.
So. Was für eine Länge sollte die Schnitten werden hier? 30, 35. Der bis ganz runter hier? Nee, genau unter dem Knubbel möglichst gerade, wenn sie einen Blumenstock aufstellen. Also ja. Hier runter hier. Jo. Ich würde mit dem Rest ja kein langes Federlesen machen, mehr, Henrik. Ich würde den hier einhängen und dann ziehen wir ihn da raus, oder? Tag. Heute haben wir Projekt Kletterpark. Hier sind ein paar Sachen zu machen. Wir fangen heute mal mit den Fällungen an. Hier sind zwei Eichen abgestorben, die auch noch ausgerechnet mitten im Parcours stehen. Henny, ist das gut? Nee. Die kann ich ja runterhauen hier, oder? Ah, kommt was? Gibst du jetzt Spannung mal rauf?
kannst du. So, jetzt kommt der nächste tote Klotz. Mal gucken. Ja, das ist ja alles, du siehst du den gleich vor beim Buckini. Schwer zu erkennen. Also, da hinten ist er. Da, wo der Pollard dran ist. So, beste Markierung ever. Latsch, latsch, latsch. Ja, schon ein bisschen größere Fältchen hier. Bist du viel am Hin- und Herlatschen. So, der ist es. Ist ein relativ großer Brocken, erkennt man jetzt erstmal nicht. Das wird er sehen, wenn ich oben bin, beziehungsweise wenn Henrik von unten filmt. Man sieht es immer ganz gut, wenn ein Persönchen dran hängt. Ja, das Thema ist halt, hier unten sind überall die Verspannungen und Drähte, Seilbahnen links und rechts, immer querbeet, die ganzen Plateaus. Die dürfen natürlich nicht beschädigt werden. Von so einem kaputten Brocken ist es dann immer ein bisschen schwierig. Naja, aber teils schwierig, ist jetzt auch übertrieben. Also von den Platzbedingungen hatten wir schon mal wesentlich schlimmer. Ich glaube, wir kriegen es hin. Thank you.
ihr da jetzt die Drohne weg habt, können wir sehr auf 5 Euro hinbekommen.